Heute befinden wir uns im idyllischen Örtchen Eugendorf. Zu Besuch ist Kerstin Thalhammer, die als Krankenschwester im Landeskrankenhaus Salzburg tätig ist. Heute zu Gast bei mir ist Kerstin Thalhammer. Sie ist Krankenschwester im LKH Salzburg. Hallo Kerstin. Hallo Sarah. Ich werde dich nun einige Fragen zum Thema die Grenze zwischen Leben und Tod fragen. Kein Problem, leg los. Also die erste Frage, die uns beschäftigt hat. Wurdest du schon mal einmal mit dem Tod konfrontiert? Ja, natürlich, da im Krankenhaus auch Sterbefälle eintreten. Wie fühltest du dich danach und welche Emotionen beschäftigten dich danach am meisten? Natürlich, wenn ein Patient stirbt, ist das natürlich sehr tragisch und man fängt an, über den Tod nachzudenken und sich gewisse Fragen zu stellen. Das ist natürlich klar. Am meisten haben mich beschäftigt die Emotionen von den Angehörigen, einfach die Trauer, die sie sorgen. Und man wird dann natürlich selber auch traurig, weil man nimmt die Emotionen ja auf. Ja. Konntest du das Berufliche vom Privaten trennen? Ja, kann ich, da ich wirklich gute Kollegen habe und eine gute Familie und wir reden sehr viel drüber. Und einfach, man kann sich besser abgrenzen, wenn man sich mit dem beschäftigt und wirklich drüber redet, dann funktioniert das. Also ist die Familie da sehr wichtig? Ja, wirklich, dass man überhaupt mit dem drüber reden kann und sie wirklich damit abschließen kann, sozusagen. Okay. Welcher Fall traf dich denn am meisten? Meine erste Patientin, die bei mir gestorben ist, die ich begleitet habe, die ist mir natürlich hängen geblieben im Gedächtnis, aber nicht negativ, sondern wirklich erfahrungsmäßig einfach. Also kann man sagen, dass es am Anfang ein bisschen schlimmer ist? Schlimmer würde ich jetzt nicht sagen, es trifft dann einfach mehr, weil man, wenn man selber noch nie was mit dem Tod zum Tor gehabt hat, weiß man einfach nicht, wie man umgehen soll damit. Aber man kann, wenn man gut ist, daraus lernen und das soll man machen bei uns, weil das einfach bei uns so ist, dass auch wer stirbt. Und die letzte Frage, kann man den Umgang mit dem Tod denn lernen? Ich finde, den Umgang mit dem Tod kann man nicht lernen. Ich finde, es hat viel mit der Einstellung zum Tod. Wenn man schon, einen Tod verbindet man immer mit was Schlechtes. Wenn man schon mit einem negativen Gefühl sozusagen hingeht, dann ist das natürlich gleich was anderes, als wie man sagt, okay, man begleitet den Patienten jetzt, man holt das Beste raus, man hilft ihm so gut, wie es geht und einfach den Weg zu begleiten, so gut es geht und das positiv zu sehen. Einfach, dass er dann erlöst ist sozusagen. Okay, danke Kerstin für das schöne Interview. Das Thema ist nicht so einfach, aber danke. Gerne.